Ja, aber ja, gehen auch schon viele Kinder schon in die Stadt zu studieren, ja. Aber viele wollen dann halt auch nicht mehr wie die Eltern leben, ja. Also ich meine, zum Beispiel, die kommen aus den Dörfern und haben die Eltern dort auch schon großes Land, was sie normalerweise als Reisbauern anbauen, zum Beispiel da. Das machen die nicht mehr, also weil die sagen, ja, wir studieren, die studieren vielleicht Tourismus, ja, oder vielleicht eine so Buchhaltung oder Jura und sowas dann. Ja. Die wollen halt nur in Stadt leben, ja. Dann wird das Land auch schon vielleicht verkauft, ja, und keiner kümmert sich drum, ja, ob die Familienangehörigen irgendwie auch schon das Land auch schon bewirtschaften wollen, ja, und dann deswegen verkaufen die dann auch das Land, ja. Gehen die Kinder nach der Universität dann eher nach Bali oder so, oder bleiben die dann auch hier? Die bleiben auch schon hier. Ja, da gibt es dann auch schon welche, die auch schon Beamten geworden sind. Ja. Viele wollen dann Beamten werden. Ja. Ja. Das ist wie ein Traumberuf, also für die meisten Einheimischen. Ja. Das ist ein sicherer Job wahrscheinlich. Sicherer Job zum Beispiel. Okay. Nicht so viel Arbeit, ja, aber die kriegen schon ordentlich Geld. Ja. Nicht so harte Arbeit. Keine harte Arbeit. Ja. Nicht so viel überlegen und nicht so viel denken. Ja, also doch. Ja, schön. Also als Beamten normalerweise es ist schon leichteres Leben da, ja, also dass die dann monatlich den Gehalt bekommen und so, ne? Aber viele wollen Beamten werden, weil die dann halt dann auch schon in die Zukunft, wenn die dann pensioniert sind, ja, dann noch immer Geld bekommen vom Staat, ja. Besonders das System bei uns ja nicht so ganz optimal, würde ich sagen, wie in Europa, dass es dann Unterstützung gibt, ja, also für, sage ich mal, für Rentner. Ja. Also Rentner gibt es dann nur bei uns, bei den Beamten. Ja. Aber dann bei privaten Unternehmen wie ich zum Beispiel gibt es ja nicht. Ja. Dann muss man halt dann sparen, ja, also dass man in der Zukunft ein bisschen Geld hat, ja, oder das Leben wird ja von den Kindern finanziert und so, ne? Ja, dann gibt es bei uns ja in Indonesien überhaupt keine Arbeitslosengeld, das ist ja, gibt es ja nicht, ja. Also dann müssen wir schon weiter kämpfen, sagen wir mal. Ja. Gab es bei der Pandemie Unterstützung vom Staat? Oder? Da gab es da auch schon ein bisschen Unterstützung vom Staat, aber das reicht nicht. Ja. Also das deckt ja nur fürs Leben für 3 Tage nur. Okay. Okay. Ja, nicht 2 Jahre. Ja, nicht 2 Jahre. 3 Tage im Monat, dann kriegt man, aber das kriegt man ja nur 2 oder 3 Monate und dann wird schon vergessen. Ja. Kann man gut vor dem Hotel schwimmen? Ja, also ja, es ist viel. Schnorcheln vielleicht? Schnorcheln nicht so gut, glaube ich, gell? Nein, aber schwimmen ist okay. Ah, okay, gut. Ja, also im Norden ist ja schon ruhiges Wasser. Man kann sehr schön schwimmen. Ja, also ist ganz anders als im Westen oder im Süden hier, dass das Wasser ein bisschen wild ist, ja. Also zu viel Wellen, also die Brandung ist auch schon manchmal ziemlich gefährlich, deswegen Leute, die halt auch schon ein bisschen surfen wollen, dann die fahren meistens nach Süden, ja? Ja. Oder vielleicht zum Beispiel in den Nachbarninseln Sumbawa, ja? Ja. Da sind ja die hohen Wellen dort, ja? Oder nach Java hin, ja? Kann man auch schon schön surfen, ja? Ja, bei uns ist das Wasser ganz ruhig, weil die Gillies vorgelagert sind. Oh ja? Mhm. Und da ist das Wasser ganz, ganz gut. Oh ja. Ja, genau. Ja. Das ist ja, das gehört zu Norden vielleicht, ja, zu der Nordinsel, ja, also zu der Nordküste, meine ich. Ja. Ja. Deswegen ist ja auch schon ein bisschen ruhig hier. Aber zu bestimmter Zeit, manchmal
ist das Wasser auch schon unruhig hier. Also besonders ja im August ja oft dann auch schon unruhiges Wasser, dass man oft ein Problem hat ja beim Fahren, also mit dem Boot hier. Ja, also ich bin oft auch da auf einer Tour, also mit Kunden natürlich, dass, wenn gerade das Wasser unruhig war, ja, also so wildes Wasser da. Und einmal war ich auch da unterwegs und haben die Gäste gesagt, ja, Ivan, wir haben aber jetzt Angst. Das war schon unruhiges Wasser, yeah. Also zu hohen Wellen. Ja, die Wellen gingen immer, also manchmal meine ich auch, das wäre auch schon ein bisschen gefährlich. Ja. Aber das habe ich schon so oft erlebt, ja, selber, und ich lebe noch. Ich bin noch nie ins Wasser wegen hohen Wellen, ja, gestürzt. Ja. In welche Ecke wart ihr früher auf Bali? Wir waren auch in Kuta erst ein paar Tage. Oh, Kuta, ja. Ja, und dann sind wir nach, schon so lange her, Nusa Dua. Nusa Dua, glaube ich, war es, yeah. Ja. Also sehr etwas abgelegener war das. Klein, ganz, ganz kleines Hotel, hatte nur 20 Bungalows oder so. War ganz kleine Anlage, Schweizer Anlage war das damals, ja. War sehr nett. Ja, in Nusa Dua ist es aber doch ziemlich beschäftigt. Doch. Da sind ja nur die großen Hotels da. Vielleicht Seminya, da gibt es auch schon viele verschiedene Orte dort. Ja. Ja, ich müsste noch mal schauen, ich weiß es jetzt nicht mehr. Schon so lange her. Ja, 2006, ja. Ne? Ja, schon wie viele Jahre jetzt her? Ja. 15? 16 Jahre her. Und sonst wo seid ihr unterwegs gewesen? Also in Asien waren wir in Thailand. Oh ja. Haben eine Rundreise in Nordthailand gemacht. Danach waren wir noch eine Woche auf Koh Samui. Okay. Dann waren wir auf Borneo eine Woche. Eine Woche auf Langkawi. Dann haben wir Vietnam gemacht. Oh ja. Dann jetzt Lombok, ja, jetzt toll. Lombok, genau, Bali. Ja, das ist Asien, gefällt uns einfach. Die Asiaten sind einfach auch ein so nettes Volk. Oh, also, yeah. Ich sag, die Freundlichkeit hier ist einfach unbeschreiblich. Also, man bekommt Hilfe. Ja, wir hatten gleich am ersten Tag, wo wir unseren Roller geliehen haben, hatten wir gleich einen Platten. Oh! Ja. Und dann war auch, ja, ich habe zwar Telefon gemacht, ich kann auch etwas Englisch, aber dann am Telefon ist immer ein bisschen schwierig. Aha. Und dann kam aber gleich einer aus dem Haus raus und hat es dann übernommen, hat dann mit dem Vermieter gesprochen, und dann haben wir uns in ein Hotel das Roller reingestellt. Da war direkt ein Hotel, wegen der Sicherheit auch. Da haben sie gesagt, dann alles da reinstellen, bis der kommt und uns den Roller austauscht. Also wir haben ganz viel Hilfe bekommen. Also wirklich und alles so freundlich, und deswegen fühlen wir uns auch so wohl. Ne? Ja, sicher. Ja, das ist einfach immer sehr nett. Also auch jetzt hier im Hotel, das ist also, wir bekommen so viel Hilfe und alles, und wirklich toll. Also, ja, Oberoi, ja, also ein gehobenes Hotel. Ja. Also, ich glaube, wir dürfen nicht sagen, was wir bezahlt haben, weil ich glaube, unter normalen Umständen könnten wir uns das auch nicht leisten. Also. Aber wir haben es noch gebucht. Da hätte man auch einen PCR-Test gebraucht, um einzureisen. Oh ja? Und da war alles ja noch sehr billig. Wo war das? Das war im Mai noch, wo wir gebucht haben. Also. Und da wäre noch PCR-Test, alles mit Impfung, alle ganz strenge Regeln, und dann wollte ja niemand buchen. Oh, dann waren in Deutschland die Preise sehr niedrig. Oh ja. Und wir haben gesagt, egal, wir buchen. Wir wollen nach 2 Jahren endlich wieder mal in Urlaub. Wir wollen mal wieder was erleben. Und dann haben wir das Hotel gebucht. Ja, weil jetzt kostet es pro Person, also für den Zeitraum, wo wir gebucht haben, würde es jetzt 1.500 Euro mehr kosten. Oh. Pro Person. Das sind 3.000 Euro, wo wir hätten mehr bezahlen müssen. Das muss man sich vorstellen. Also, ist schon, also wir haben schon einen guten Preis gemacht. Ne? Oh ja, ja, ja. Also von dem her freuen wir uns, dass wir auch mal so ein Hotel nehmen dürfen.
Es gibt da und dann einen Nachteil und Vorteil wegen Pandemie. Ne? Ja, genau, genau. Man muss manchmal auch sagen, okay, man traut sich einfach zu buchen, weil ich war der Überzeugung, dass das alles noch fällt, dass wir noch Glück haben, dass wir keinen Test brauchen und sind wir sowieso. Also das war nicht das Thema. Aha. Es ging nur um den Test wegen der Einreise halt. Aber dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einen Test. Aber uns war klar, wenn das alles fällt, dass die Preise wieder sehr, sehr nach oben gehen. Oh, ja. Und das ist auch wirklich so. Und ich meine, 3.000 Euro mehr zu bezahlen, das ist ein kompletter Urlaub nochmal. Ne? Oh ja, ja, ja. Also von dem her genießen wir es jetzt, dass wir auch so einen Urlaub machen können. Ja. Ja, die machen jetzt auch keinen Unterschied mit uns als Menschen im Hotel. Ne? Okay. Also, wir werden genauso zuvorkommend behandelt. Die freuen sich, dass wir sogar 2 Wochen da sind. Ja. Das ist eine Seltenheit, dass man in diesem Hotel 2 Wochen bleibt. Naja, selten, ne? Ja. Von dem her passt alles wunderbar. Schönes Zimmer, also wir sind sehr zufrieden. Oh ja, schön, schön, ja. Ja, besonders das Hotel jetzt war auch schon gestern. Ja. Ja, und es ist wirklich nicht viel los. Also wie wir angereist sind, das sind 50 Villen, die dort haben. Und wenn da, was weiß ich, 10 oder 15 Villen belegt waren, dann war das viel. Und im Moment sind es, glaube ich, wieder nur so, keine Ahnung, 6, 7, 8, keine Ahnung. Oh ja. Yeah. Viel mehr sind es nicht, nee. Es ist ganz, ganz wenig. Bleiben auch nur 1, 2, 3 Nächte, dann gehen sie wieder. Ja, mhm. Genau. Ja. Das ist also eine Honeymoon, wenn man heiratet, so ein Hotel, wo man mal so 2, 3 Nächte bleibt und dann wieder geht. Ja. Gibt ja auch welche mit eigenem Pool und so weiter. Also, braucht man gar nicht aus der Villa raus. Also das wollten wir jetzt nicht. Also wir sind schon so, wir wollen ja auch raus und wollen an den Strand. Ja. Und, bisschen schauen, bisschen besuchen. Genau. Wir wollen auch nicht jeden Abend Hotel essen. Also wir wollen raus und wollen draußen essen. Ja. Und erster Abend war für uns auch sehr neu. Dadurch, dass wir diese Reifenpanne hatten, ist halt alles sehr spät geworden. Ne? Und wie wir ankamen, da war das ganze Hotel in Sorge um uns, weil wir nicht da waren. Oh ja. Das kannten wir so gar nicht, ne? Weil normalerweise gehen wir immer raus und kommen irgendwann wieder. Und jetzt melden wir uns immer ab und sagen, wir gehen weg und melden uns wieder an, wenn wir wieder da sind. aber auch schön, ne? Aber das macht auch schon Sinn, ja? Also, wenn man das so macht, dass die Mannschaft dort weiß, wo die Gäste sind, wenn irgendwie mal die Gäste nicht zurückkommen. Die haben uns hinterher telefoniert, nur mein Telefon war aus, ich habe das nicht gehört. Die haben WhatsApp geschrieben, die haben angerufen, E-Mail geschrieben, die haben alles versucht, um mit uns Kontakt aufzunehmen, aber ich habe das nicht gehört, weil alles aus war. Aha. Als wir bei dem Hotel waren, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, wir sind gesucht worden. Das war süß. Und das ist auch irgendwie schön, ne? Dass man einfach klar, sie sagen auch, alles ist gefährlich draußen, wobei wir es jetzt nicht so als gefährlich empfinden. Also wir sind jetzt auch keine Ängstlichen. Wir gehen trotzdem abends raus. Also wir haben gar keine Angst, ne? Aber nee, ich würde sagen, auf Lombok braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Ja. Das ist alles in Ordnung. Also wenn ihr zum Beispiel nach St. Gigi fahrt, das ist alles völlig okay. Da kommen, da sind auch schon Hotels, also Restaurants meine ich. Wenn halt irgendwie mal ein bisschen außerhalb vom Hotel essen will, das würde ich auch schon immer empfehlen, dorthin zu fahren. Ja. Aber wenn man noch das Hotel, also das Essen im Hotel dann haben will, natürlich kann man eben im Hotel bleiben. Ja. Also ein Teil von der Straße hier im Norden, also ein bisschen zu alt jetzt geworden. Ja? Also wir brauchen schon neue Asphalt dafür. Ja. Ja? Es dauert noch, bis das Geld da ist, bis Tourismus wieder da ist. Ja, besonders
zurzeit langsam wird Tourismus auch schon Haupteinkommen von der Insel. Okay. Ja, dann versucht die Regierung irgendwie mal das Mögliche zu tun, um Investoren hier einzuladen, zu locken, hier nach Lombok zu kommen. Wie zum Beispiel, da gibt es dann im Süden, in der Nähe von Kuta, diese MotoGP-Rennstrecke. Ja, ja, ja. Es war auch schon, wie sagt man, alles, es wurde alles, wie sagt man, ich überlege gerade, wer das Wort hier, Werbung gemacht, ja. Werbung. Also viele Werbung wird gemacht, ja. Und ja, dann im März zum Beispiel.